Ja, dann fange ich mal an. Hallo, wer mich noch nicht kennt, ich bin die Anke von der AFRA. Die AFRA ist lang die Abteilung für Redundanzabteilung. Das ist ein Hackerspace in Berlin und einer der Ausrichter dieser Veranstaltung. In diesem Jahr sind wir erstmalig im Technikmuseum und sind da sehr glücklich drüber. Die Eva hier sagt doch auch mal Hallo. Die Eva hier vom Technikmuseum, die hat da ganz viel Arbeit reingesteckt und wir sind ganz froh, dass wir hier sein durften. Außerdem natürlich wieder mit dabei ist die HU auch bei den Organisatoren und in diesem Jahr als Sonderthema haben wir das Thema Computerclubs und da haben wir zusammen die Veranstaltung gemacht mit dem Jahreshaupttreffen vom Verein zum Erhalt klassischer Computer, der Classic Computing. Davon habt ihr vielleicht gesehen, ganz viele der Sonderausstellungen kamen aus dem Verein. Ja, wir hatten dieses Jahr 55 Anmeldungen, angemeldete Ausstellungen, dazu noch den Game Room. Wir hatten ein zweitägiges Vortragsprogramm. Besucherzahlen, was sagtest du, 2.100 Leute? 2.150. Ja, wir haben auch wieder die schönste Ausstellung von den Besuchern wählen lassen. Und da sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. Trommelwirbel. Ach, das gibt's doch jedes Jahr. Ja, also wie der Herbert schon sagte, insgesamt hatten wir 167 abgegebene gültige Stimmen. Davon entfielen 13 Stimmen auf die Ausstellung Nummer 19. Das Museum für historische Bürotechnik Naunhof, Hightech aus den Büros der 50er und 60er Jahre, der zweite Platz des Besucherpreises. Ihr kriegt Freikarten ins Technikmuseum, ein Retro-Rechner-Quartett, wo man die Rechner aus dem Computerspielemuseum in Berlin sieht. Sehr schön, ganz toll. Okay, und eine Reinigungsgarnitur für Büromaschinen von Robotron. Danke. Mit 20 Stimmen wurde gewählt die Nummer 20. Ansgar Kückes Wargames Kriegsspiele. Und du bekommst auch Freitickets fürs Technikmuseum, ein Quartett und das Buch Resume Hands-on Retro Computing von Stefan Höltgen und dem OCM. Dann haben wir auch all die Besucher, die abgestimmt haben. Die haben jetzt die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Clara Heinicke, Monumentenstraße 8. Clara Heinicke, ist sie da? Nein, schade. Aber wir haben eine Kontaktadresse. Stimmt für von die hier. Ausstellung Nummer 19 übrigens. Ja. Kennst du sie? Und auch Clara hat Freikarten fürs Technikmuseum und ein Retro-Rechner-Quartett gewonnen. Wir melden uns bei dir, Clara. Dann komme ich mal zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen will und hoffentlich auch schon die ganze Zeit gesagt habe. Danke, 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 danke. Ich kann eigentlich gar nicht aufhören. Danke an das Technikmuseum und Eva und auch an die Leute von der Eventabteilung und an die Mitarbeiter, die hier so viele Stunden waren. Danke an die HU, an den Stefan und die Leute, die die Kurztagung gemacht haben. Danke an den Verein zum Erhalt klassischer Computer, die es hier mit uns ausgehalten haben. Danke vor allem an die E-Techniker, die uns einen wirklich schönen Aufbau da mit dem Strom gemacht haben. Danke an unsere anderen freiwilligen Helfer. Danke an den Chaos Computer Club, der uns viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Danke auch an AVM, der uns mit einer Spende überrascht hat. Danke an Hans, der uns, der uns mal das Konzept... Eingebrockt hat.
der uns das eingebrockt hat. Danke an, wen habe ich noch vergessen? Danke an unser großartiges Videoteam, was hier die Vorträge aufzeichnet und streamt und ganz schnell schneidet und bereitstellt. Und danke an alle anderen, die ich vergessen habe. Ich will mich da... Ja. Und danke, danke an alle Aussteller, die da waren und die diese Veranstaltung so schön und bunt gemacht haben. Also ich wollte mich da auch nochmal anschließen. Also ohne die Aussteller wäre dieses Festival und auch ohne die Leute hier, die die Vorträge machen, die alle in ihrer Freizeit sozusagen sich ein Wochenende freischaufeln und hierher kommen und uns mit ihren tollen Rechnern und all den Sachen irgendwie beglücken, wäre das ja eine langweilige Veranstaltung. Deswegen funktioniert es ja nur dadurch, dass wir alle irgendwie unsere Zeit diesem Festival verschreiben. Und also Anke hat wieder mal den Löwenanteil gehabt im Vorfeld. Leider war die Vorbereitung nicht ganz so spaßig wie sonst, wobei sie sonst, glaube ich, auch meistens anstrengend war. Ich habe ja Spaß daran. Es ging dann bis dahin, dass wir am Donnerstagabend den Aufbau abbrechen mussten, weil der Sturm kam und gegenüber an der Baustelle ein Kran bedrohlich wackelte. Weshalb sich dann die Verstromung wiederum in den Freitag gezogen hat. Das war alles sehr aufregend, aber ab dem Zeitpunkt, wo dann auch die Bauabnahme, die Stromabnahme und alle Sachen gelaufen sind am Freitagabend, fand ich das eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung und habe auch einfach, also für mich persönlich auch total viel mitgenommen. Also die ganzen Gespräche am Rande, es ist einfach so toll, wenn so viele Menschen, die sich für ein Thema interessieren, dann auf engstem Raum zusammen sind, austauschen können. Bis inklusive der Party im Tor 1, die einfach auch, fand ich, sehr schön war. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Chunk getrunken und fand es doch wesentlich besser als erwartet. Und genau, danke an alle eben, die einfach ihre Zeit hier diesem Festival gewidmet haben. Auch nochmal Florian Müller, der da drüben steht vom Technikmuseum, der ganz viel mitorganisiert hat. Ja, danke an alle, die da waren. Wir hoffen, ihr kommt nächstes Jahr wieder. Und eben die vielen Besucher, also es waren so viele Besucher da wie noch nie zuvor auf einer VCFB und wir gucken mal, wie es nächstes Jahr wird. Ich würde mir wünschen, dass es hier wieder stattfindet. Ich werde mal mit dem Direktor sprechen und gucken, ob er wieder Geld locker macht. Und ja, ich fand das auch vom AFRA und von der HU, von Stefan Hölken kam die Rückmeldung, dass es doch schön wäre, es hier weiterzumachen. Es wird auf jeden Fall stattfinden, also Oktober 2018. Wird es wieder ein VCFB geben und vielleicht auch wieder in diesen Räumen? Der Direktor? Ja, wohnt in Neukölln, das wäre möglich. Nee, also ich sehe das ganz positiv, aber wir müssen einfach intern das erstmal schauen und auch, also es gab leider halt höhere Kosten hier als in der HU, weil die ganze Infrastruktur, die Möbel und so weiter, das musste alles angekarrt werden und zum Teil ausgeliehen und leider ist das wesentlich teurer, als man sich so vorstellt. Deswegen, schön, dass der CCC uns unterstützt hat und AVM, irgendwie wird es schon auch im nächsten Jahr wieder möglich sein. Und eben die Leute, die auch sich jetzt übers Wochenende dann LKW gemietet haben, um ihre riesigen Rechner hierher zu fahren, das muss man ja auch noch mit bedenken, dass irgendwie jeder Einzelne auch einfach ganz viel Aufwand betreibt, um hier zu sein. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass so viele Menschen hier waren und das so eine schöne Veranstaltung war. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr beim Rausgehen nochmal an unserer Spendendose vorbeikommen. Was ich noch sagen wollte, am 18. und 19. November diesen Jahres ist das VCF ECH in Zürich. Kommt alle vorbei. Das ist super da. Rote Fabrik. Ist auch eine coole Party-Location. Und es gibt dann auch wieder eine kleine Party, aber nur für die, die mitmachen. Also bringt eigene Rechner mit, das ist dann die Eintrittsgenehmigung zur Party. Ist denn die Anmeldung noch geöffnet, Hans? Ja, natürlich. Die Anmeldung ist noch geöffnet. Ganz ernsthaft, die Schweizer haben gestern gejammert, es gibt zu wenig feste Anmeldungen. Im Moment ist es... Warte mal, Mikro. Wir bringen dir mal ein Mikro, dann bist du auch auf der Aufzeichnung. Bin ich nicht laut genug? Muss ich drunter reden? Alles klar. Schweiz, im Moment gibt es 15 Anmeldungen erst. Das ist natürlich schon ganz schön, aber es wäre viel besser, wenn das 30 wären.
Überlegt euch mal, Zürich im November ist windig, unschön, die Straßen sind ekelhaft. Das gilt aber auch für den Rest der Republik, inklusive dem großen Kanton im Norden, also sprich uns. Das heißt, wenn wir schön in den warmen Räumen der Fabrik, der Roten Fabrik in Zürich sitzen, können wir spielen, können wir reden, können wir was machen und kriegen lauter staunende Besucher. Das war nämlich unheimlich interessant letztes Jahr in Zürich. Es war eine überragende Besucherschaft. Das waren fast 1000 Besucher. Ja? Das hat keiner von den Organisatoren oder sonst was erwartet. Es war nur so auf mittlerem Niveau angekündigt und überhaupt keine Vorbereitung war. Es war in Zürich das erste Mal und es waren 1000 Besucher. Also es ist wirklich eine enorme Zusprache in Zürich. Kommt, genießt es. Danke. Was denn? Dann gibt es auch noch deine Veranstaltung. Ich kriege hier einen Zettel gereicht. Es gibt in München im Kulturzentrum Truhering ein Vintage Computer Festival Europa 19. Am 28. und 29. April 2018. Sie weiß das genau auswendig. Wieder das Wochenende vor dem 1. Mai. Der 1. Mai ist diesmal ein Dienstag. Das heißt, man kann problemlos auch Frau und Kinder mitnehmen und denen sagen, okay, anschließend auch Mann immer noch und Kinder? Ich arbeite mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Also wer seinen Mann dafür begeistern kann, dann Montag, Dienstag noch in die Berge zu gehen, warum nicht? Ansonsten Samstag, Sonntag wieder im Kulturzentrum in Truhering. Das war letztes Jahr, glaube ich, ganz gut. Die Leute hat, ja, Wolfgang reißt schon wieder die Hand hoch, weil das Essen war jetzt endlich mal wieder gut. Wir haben nämlich da jetzt einen indischen Wirt, der wirklich kräftige Soßen an das Chicken und das, wo man besser nicht fragt, was es ist, aber gut schmeckt, macht. Nebenbei gibt es auch so eine kleine Computerausstellung wieder, viel kleiner als hier, ohne Museum im Rücken, dafür aber schön kuschelig. 28. 29. April, nächstes Jahr. Habe ich noch was? Okay, dann bin ich durch. Danke. Ja, das war alles. Kommt nächstes Jahr wieder. Danke. Danke an alle.